Es mag ungefähr 12 Jahre her sein, als ich das erste Mal so wirklich von dem Land namens Georgien gehört hatte. Ein Bekannter kam von einer längeren Georgienreise zurück. Ein ganzes Wochenende voller Geschichten aus der Ex-Sowjetunion, aus vergangenen Zeiten. Zwölf Jahre später, meine eigene Reise nach Georgien beginnt mit dem Flug von Dortmund nach Kutaisi. Es ist jetzt schon extrem spannend. Okay, fremde Welt, Bummelbus ins Zentrum. Wir sind da. Die ersten 2 Nächte verbringen wir in Kutaisi, einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, Zentralgeorgien. Wir haben in der Altstadt in einem wunderbaren Stadthaus reserviert. Unsere Hausdame, Mascha, spricht kein Englisch, dafür aber ein wenig Deutsch. Schnell wird uns klar, Georgien wird sprachlich nicht easy. Diese Reise ist nach dem Spiel vor Ort sein dominiert. Was bedeutet, dass wir uns ein Auto mieten, in ein Zielgebiet fahren und uns auf Märkten bei Taxifahrern und Dorfscheriffs umhören werden. So klappern wir in Atschari und Gurion die Dörfer ab. Hinfahren, fragen, wo es Tee gibt und sich überraschen lassen. Nach vielen spannenden Begegnungen in großen Teefabriken, Familienbetrieben und auf kleinen Märkten haben wir den besten Tee Georgiens gefunden. Er stammt aus einem kleinen Familienbetrieb. Unsere Mission ist es, euch für guten und für echten Tee zu begeistern. Und dafür sind wir nach Georgien gereist. Also das hier ist ein georgisches Teefeld, ein altes Sowjet-Teefeld. 70 Jahre alt sind die Pflanzen hier und diese Plantage gehört irgendwie David. Wir waren jetzt vorhin in der Produktionsanlage, haben uns angeschaut, wie David wirklich sehr ursprünglich Tee herstellt. Und es sind sehr, sehr hohe Qualitäten, es sind Spitzenqualitäten. David war früher Betriebsleiter einer Teefabrik und weiß daher, wie die einzelnen Schritte laufen. Seine Maschinen sind in wertvoller Handarbeit selbst gebaut. Hierbei wurde Stahl durch Holz ersetzt und das meiste passiert sehr ursprünglich aus Handarbeit. Perfekte Improvisation. Ripebit, Chis, Magidari, Twitter, Chis, Galatia, der Paktura Takteba, Hestan Shechevada, Ara Litont. Chais Galgozi, Lat Gamo, Distalian, Gemrieli, Nazi Gemut Hasiateva, da Tutmetzlian Magamustileva, Machonaro, Es Danagari, Dresetz Argat Mushovs. Das Besondere hier an diesen georgischen Teeplantagen ist, dass wir hier verschiedene Varietäten haben. Wenn man hier jetzt an dem einen Strauch was abreißt und an dem nächsten Strauch was abreißt, einfach nur vergleicht, dann sieht man sofort, dass die Blätter unterschiedlich aussehen. Ne, manche sind glossy, manche sind matt, manche haben runde Zähne, manche haben spitze Zähne. Runde Blätter, spitz zulaufende Blätter, also das gibt es hier irgendwie alles. Und das ist so, wirklich ist, das habe ich so noch nie gesehen und das macht diesen georgischen Tee sehr besonders. Hier ist Plantazebi. Dachel, Totmutzi, Zlissaris. Da, wo macht ihr das? Ganachleber. Am Plantazebi ist Achteba. Biologie oder Zuchtercheis. Krepa. Magetet kultivierbar, zwind auf Zarewell auf Stellit, da Publit, Ratschelleba, Bunnevivi, Pirobebis, Katualisinebit, Akari, Schwadaschwa Zarewella, Schwadaschwa Droschir, Deba, Gatsmenda, da, Asero, Samushow, Zalian, Pevrigo, Plantatsiasch.
Korrigi. Gut.